26. Kapitel. Der Erzählclub wird gegründet. Die Jugend von Avonlea fand nur langsam wieder zurück in den eintönigen Alltag. Speziell Anne erschienen die Dinge furchtbar fade, leer und unproduktiv, nachdem sie wochenlang aus dem Kelch des Abenteuers getrunken hatte. Würde sie je zurückfinden zu den stilleren Vergnügungen ferner Tage damals vor dem bunten Abend? Anfangs hielt sie das für nicht gut möglich, wie sie Diana erzählte. »Ich bin mir vollkommen sicher, Diana, dass das Leben nie wieder so sein wird wie in den alten Zeiten«, sagte sie traurig, als beziehe sie sich auf etwas, das mindestens 50 Jahre zurücklag. »Nach einer Weile gewöhne ich mich vielleicht daran«, aber ich fürchte, dass bunte Abende dich ganz für die Dinge des Alltags verderben. Wahrscheinlich hält Marilla deshalb nichts von ihnen. Sie ist eine so vernünftige Frau. Vernünftig sein, das hat schon was. Und doch möchte ich im Grunde lieber kein vernünftiger Mensch sein. Die sind so unromantisch. Mrs. Lind sagt, es steht nicht zu befürchten, dass noch einer aus mir wird. Aber man weiß ja nie. Momentan habe ich das Gefühl, ich könnte eines Tages vernünftig werden, aber vielleicht, weil ich so müde bin. Letzte Nacht konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich lag nur wach da und dachte die ganze Zeit an den bunten Abend. Das ist das Großartige an solchen Ereignissen, dass man sich so schön an sie erinnern kann. Mit der Zeit fand die Schule von Avonlea zurück in ihren alten Rhythmus und zu ihren alten Interessen. Gleichwohl hatte der bunte Abend seine Spuren hinterlassen. Ruby Gillis und Emma White, die sich wegen ihrer Sitzpositionen auf der Bühne in die Haare geraten waren, saßen nicht mehr in derselben Bank. Eine verheißungsvolle Freundschaft ging nach 3 Jahren zu Ende. Josie Pye und Julia Bell behandelten sich 3 Monate lang gegenseitig wie Luft, weil Josie Pye Bessie Wright erzählt hatte, dass Julia Bells Verbeugung vor ihrem Vortrag sie an ein ruckendes Huhn erinnert habe, und Bessie hatte das Julia weitererzählt. Die Sloanes mieden jeden Umgang mit den Bells, weil diese wiederum gesagt hatten, die Sloanes wären im Programm viel zu präsent gewesen, woraufhin die Sloanes erwiderten, die Bells hätten selbst ihren so kleinen Beitrag nicht ordentlich hinbekommen. Und dann gab es noch eine Auseinandersetzung zwischen Charlie Sloane mit Moody Spurgeon McPherson, weil Moody Spurgeon gesagt hatte, Anne Shirley hätte so ein Getue um ihre Auftritte gemacht, woraufhin Moody Spurgeon einen drauf bekam. Dies hatte zur Folge, dass Moody Spurgeons Schwester Ella May den ganzen restlichen Winter hindurch Anne Shirley wie Luft behandelte. Von diesen unbedeutenden Reibereien abgesehen, ging die Arbeit in Miss Stacys kleinem Reich weiterhin glatt und problemlos vonstatten. Die Winterwochen vergingen. Der Winter war ungewöhnlich mild. Es schneite so wenig, dass Anne und Diana fast jeden Tag über den Birkenweg zur Schule gehen konnten. An Annes Geburtstag gingen sie ganz behutsam und sperrten beim Schwatzen ihre Augen und Ohren auf, denn Miss Stacy hatte gesagt, sie müssten demnächst einen Aufsatz über einen Winterspaziergang im Wald schreiben, und da war Aufmerksamkeit geboten. »Stell dir nur vor, Diana, heute bin ich 13 geworden«, sagte Anne mit ehrfürchtiger Stimme. »Ich kann kaum fassen, dass ich jetzt die 10 im Alter habe. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, dachte ich, nun müsste alles anders sein. Du bist schon seit einem Monat 13, für dich ist das nicht mehr ganz so neu wie für mich. Das Leben wirkt mit einem Mal viel interessanter. Nur noch 2 Jahre, dann bin ich richtig erwachsen.« Es ist ein tröstlicher Gedanke, dass ich dann hochtrabende Wörter verwenden kann, ohne dass jemand darüber lacht. Ruby Gillis sagt, wenn sie 15 ist, legt sie sich sofort einen Verehrer zu, sagte Diana. Ruby Gillis hat nichts als Verehrer im Kopf, sagte Anne abschätzig. Die freut sich doch über egal wen, der ihren Namen an die Wand schreibt, weil sie so verrückt tut. Aber damit lästere ich wohl. Mrs. Allen sagt, wir sollen niemals lästern. Es rutscht einem aber auch manchmal einfach unbedacht raus, nicht wahr?
Über Josie Pye kann ich schlechterdings nicht reden, ohne über sie zu lästern. Deshalb erwähne ich sie einfach gar nicht. Das ist dir vielleicht schon aufgefallen. Ich gebe mir allergrößte Mühe, so zu sein wie Mrs. Allen, denn sie ist einfach perfekt. Mr. Allen sieht das auch so. Mrs. Lynde sagt, dass er praktisch den Boden huldigt, über den sie gegangen ist. Und dass ein Pfarrer einem sterblichen Wesen derart viel Zuneigung erweist, ist für sie nicht in Ordnung. Aber Pfarrer sind auch nur Menschen, Diana, und haben, wie wir alle, ihre Gewohnheitslaster. Letzten Sonntag habe ich mich so angeregt mit Mrs. Allen über Gewohnheitslaster unterhalten. Es gibt nur wenige Themen, über die man sonntags gut reden kann, und das ist eins davon. Mein Gewohnheitslaster ist, dass ich mir zu viel vorstelle und darüber meine Pflichten vergesse. Ich gebe mir viel Mühe, es loszuwerden, und jetzt, wo ich 13 bin, gelingt mir das vielleicht besser. »In 4 Jahren können wir uns das Haar aufstecken«, sagte Diana. »Alice Bell ist erst 16 und trägt es schon aufgesteckt. Aber ich finde das lächerlich. Ich warte damit, bis ich 17 bin.« »Wenn ich so eine krumme Nase hätte wie Alice Bell«, sagte Anne forsch, »dann würde ich auf keinen Fall. Aber halt, ich sag's lieber nicht. Es wäre sehr gelästert. Außerdem wollte ich ihre Nase mit meiner eigenen vergleichen, und das ist eitel. Seit man mir vor langer Zeit dieses Kompliment über meine Nase gemacht hat, denke ich zu viel an sie, fürchte ich. Aber das hat mir so gut getan. Oh, Diana, schau, ein Kaninchen. Das müssen wir uns für den Waldaufsatz merken. Ich finde den Wald im Winter genauso schön wie im Sommer. Er ist so weiß und still, als würden die Bäume schlafen und angenehm träumen.« »Diesen Waldaufsatz kriege ich schon hin, wenn er dran ist«, seufzte Diana. »Zum Wald fällt mir leicht etwas ein, aber was er uns da am Montag aufgegeben hat, ist schrecklich. Diese Idee von Miss Stacy, dass wir uns einfach so eine Geschichte ausdenken sollen.« »Das ist doch kinderleicht«, sagte Anne. »Für dich schon, du hast schließlich Fantasie«, erwiderte Diana. »Aber was würdest du tun, wenn du ohne welche auf die Welt gekommen wärst? Du hast deinen Aufsatz sicher längst fertig?« Anne nickte. Sie wollte auf keinen Fall wie eine Streberin wirken, aber das misslang ihr gründlich. »Ich habe ihn gleich am Montagabend geschrieben. Er heißt »Die eifersüchtige Rivalin« oder »Im Tode vereint«. Ich habe ihn Marilla vorgelesen. Sie hielt das Ganze für dummes Zeug. Dann habe ich ihn Matthew vorgelesen. Der sagte, er wäre gut. Diese Form der Kritik lasse ich gelten. Die Geschichte ist traurig. Beim Schreiben musste ich weinen wie ein Kind. Sie handelt von 2 wunderschönen Jungfrauen, Cordelia Montmorency und Geraldine Seymour. Sie leben im selben Dorf und sind einander treulich zugetan. Cordelia ist eine vornehme Brünette mit einem geflochtenen Haarkranz und dunkelblitzenden Augen. Geraldine ist eine königliche Blondine mit Haar wie aus gesponnenem Gold und samtvioletten Augen.« »Ich habe noch nie jemand mit violetten Augen gesehen«, sagte Diana skeptisch. »Ich auch nicht. Sie waren so ein Einfall von mir. Es sollte etwas Ungewöhnliches sein. Geraldine hat außerdem eine Alabasterstirn. Ich habe herausgefunden, was eine Alabasterstirn ist. Das ist einer der Vorteile, wenn man 13 ist. Du weißt so viel mehr als mit 12.« »Also, was ist denn nun mit Cordelia und Geraldine?« fragte Diana, die sich näher für die beiden zu interessieren begann. »Sie wachsen friedlich gemeinsam auf, bis sie 16 sind. Dann erscheint Bertram de Vere in ihrem Heimatdorf und verliebt sich in die schöne Geraldine. Er rettet ihr das Leben, als das Pferd mit ihr in der Kutsche durchgeht. Sie sinkt ihm ohnmächtig in die Arme und er trägt sie 3 Meilen weit nach Hause. Also, die Kutsche war vollkommen zertrümmert. Der Heiratsantrag war ein hartes Stück Arbeit, denn damit kenne ich mich ja nicht aus. Ich habe Ruby Gillis gefragt, ob sie weiß, wie Heiratsanträge aussehen. Ich dachte, sie müsste da Bescheid wissen, wo sie doch so viele verheiratete Schwestern hat. Ruby hat mir erzählt, dass sie aus einem Versteck heraus beobachtet hat, wie Malcolm Andrews um die Hand ihrer Schwester anhielt. Malcolm hat Susan erzählt, dass sein Vater ihm den Hof überschrieben habe und darauf gesagt, »Was hältst du davon, kleiner Schatz, wenn wir im Herbst heiraten?« Und Susan hat gesagt, »Ja, nein, ich weiß nicht, lass mich überlegen.« Und schon waren sie miteinander verlobt. Aber das war wohl kein sehr romantischer Heiratsantrag. Daher musste ich mir so gut es ging etwas einfallen lassen. Bei mir ist er sehr blumig und poetisch. Und Bertram kniet nieder, obwohl Ruby Gillis gesagt hat, das würde man heutzutage nicht mehr tun. Geraldine nimmt den Antrag an mit Worten, die eine ganze Seite füllen.
Was sie ihm darauf erwidert, hat mir viel Kopfzerbrechen bereitet, das sag ich dir. 5-mal habe ich das umgeschrieben und ich betrachte es als mein Meisterstück. Bertram schenkt ihr einen Diamantring und eine Halskette mit Rubinen und sagt, dass die Hochzeitsreise sie durch Europa führen wird, denn er ist unermesslich reich. Doch dann, oh weh, ziehen dunkle Wolken über ihnen auf. Cordelia ist selbst heimlich verliebt in Bertram, und als Geraldine ihr von der Verlobung erzählt, wird sie ganz wütend, erst recht, als sie die Halskette und den Diamantring sieht. Ihre Zuneigung für Geraldine schlägt um in blinden Hass, und sie schwört, dass es niemals zu dieser Heirat kommen soll. Trotzdem tut sie weiterhin so, als wäre sie Geraldines Freundin. Eines Abends stehen sie auf der Brücke über einen reißenden Strom. Cordelia glaubt, sie beide wären allein und stößt Geraldine über den Rand, wobei sie wild und höhnisch lacht. Haha, haha! Aber Bertram hat alles gesehen. Er springt sofort in die Fluten und ruft: »Ich komme dich retten, meine teure Geraldine!« Aber oh weh, er hat ganz vergessen, dass er nicht schwimmen kann. Also ertrinken sie beide, Hand in Hand. Ihre Leichen werden später angespült. Sie bekommen ein gemeinsames Grab und ihre Beerdigung ist überaus bewegend, Diana. Eine Beerdigung zum Ende einer Geschichte ist viel romantischer als eine Hochzeit. Und Cordelia, die wird verrückt vor Reue und verschwindet in einer Irrenanstalt. Das erschien mir eine poetische Strafe für ihre Schandtat. »Oh, wie hinreißend«, seufzte Diana, die der gleichen Kritikerschule anhing wie Matthew. »Wie fallen dir bloß immer so spannende Geschichten ein, Anne? Ich hätte gern auch so viel Fantasie wie du.« »Das ist leicht möglich, du musst nur üben«, sagte Anne fröhlich. »Ich habe da eine Idee, Diana. Du und ich, wir gründen unseren eigenen Erzählclub und üben uns im Geschichtenschreiben. Ich helfe dir dabei, bis du es allein kannst. Seine Fantasie muss man trainieren, weißt du? Miss Stacy sagt das auch. Wir müssen es nur richtig anstellen. Ich habe ihr von dem Geisterwald erzählt, aber sie hat gesagt, das wäre in die falsche Richtung gegangen.« So wurde der Erzählclub ins Leben gerufen. Zunächst bestand er nur aus Diana und Anne, doch bald traten ihm Jane Andrews und Ruby Gillis bei und noch ein oder zwei Mädchen, die fanden, dass ihre Fantasie ein wenig Übung brauchte. Jungen waren nicht zugelassen, wenngleich Ruby Gillis meinte, dass es dann aufregender wäre. Und jedes Mitglied musste eine Geschichte pro Woche liefern. »Das ist unheimlich interessant«, sagte Anne zu Marilla. »Jedes Mädchen muss seine Geschichte laut vorlesen, dann sprechen wir über sie. Wir bewahren sie alle auf wie einen heiligen Schatz und müssen sie noch unseren Nachfahren vorlesen. Jeder schreibt unter einem Pseudonym. Meins lautet Rosamond Montmorency. Die Mädchen sind alle ziemlich gut. Ruby Gillis ist ein bisschen rührselig. In ihren Geschichten geht es zu viel um Liebe und zu viel von etwas ist immer schlechter als zu wenig. Bei Jane kommt Liebe überhaupt nicht vor. Sie sagt, dass sie sich da blöd fühlt beim Vorlesen.« »Janes Geschichten sind überaus vernünftig. In denen von Diana geschehen zu viel Morde. Sie sagt, dass sie die ganze Zeit nicht weiß, was sie mit ihren Figuren anfangen soll. Also lässt sie sie sterben und ist sie damit los. Ich muss ihnen fast immer sagen, worüber sie schreiben sollen. Aber das ist nicht schwer. Da habe ich unendlich viele Ideen.« »Diese Schreiberei ist nun wirklich töricht«, spottete Marilla. »Ihr stopft euch die Köpfe voll mit Unsinn und verplempert die Zeit, die ihr zum Lernen nutzen solltet. Geschichten lesen ist übel genug, aber sie selber schreiben ist noch schlimmer.« »Aber wir achten sehr darauf, dass sie eine Moral enthalten«, erklärte Anne. »Ich verlange das. Alle Guten werden belohnt und alle Bösen entsprechend bestraft. Das hat ganz sicher eine heilsame Wirkung. Die Moral, um die geht's. Mr. Allen sagt das immer. Ich habe ihm und Mrs. Allen eine meiner Geschichten vorgelesen und beide bestätigen mir ihre erstklassige Moral. Sie haben nur an den falschen Stellen gelacht. Ich habe es lieber, wenn die Leute weinen. Jane und Ruby weinen fast jedes Mal, wenn ich zu den rührenden Stellen komme. Diana hat ihrer Tante Josephine etwas über unseren Club geschrieben und Tante Josephine hat geantwortet, dass wir ihr ein paar unserer Geschichten schicken sollten. Also haben wir 4 unserer besten abgeschrieben und ihr geschickt. Miss Josephine Barry schrieb zurück, sie habe nie in ihrem Leben etwas so Lustiges gelesen. Das hat uns einigermaßen verwirrt, weil die Geschichten alle sehr anrührend sind und fast alle Figuren sterben. Aber ich bin froh, dass Miss Barry sie mochte. Es zeigt, dass unser Club etwas Gutes bewirkt.
Mrs. Allen sagt, bei allem, was wir tun, müssten wir das stets im Auge behalten. Ich versuche, das auch stets im Auge zu behalten, aber wenn mir etwas Spaß macht, vergesse ich es oft. Wenn ich erwachsen bin, werde ich hoffentlich ein bisschen wie Mrs. Allen sein. Glaubst du, da besteht eine Aussicht drauf, Marilla? Nicht allzu sehr, wenn ich ehrlich sein soll, war Marillas ermutigende Antwort. Mrs. Allen war bestimmt kein so kindisches und vergessliches Mädchen, wie du eins bist. Nein, aber so gut wie sie heute ist, war sie auch nicht immer, sagte Anne ernst. Das hat sie mir selbst erzählt. Also, dass sie als Mädchen furchtbar viel Unfug getrieben hat und ständig in der Klemme steckte. Als ich das hörte, hat mich das sehr aufgebaut. Ist das sehr unanständig von mir, Marilla, wenn es mich aufbaut, von anderen Leuten zu hören, dass sie böse und frech waren? Mrs. Lynde sagt ja. Sie sagt, sie wäre jedes Mal entsetzt, wenn sie hört, dass jemand früher ungezogen gewesen ist, gleich wie klein er damals war. Sie sagt außerdem, sie habe einmal einen Pfarrer gestehen hören, dass er als Junge seiner Tante einen Erdbeerkuchen gestohlen hat und dass sie vor diesem Pfarrer nie wieder Respekt haben konnte. Ich hätte das anders gesehen. Ich hätte gedacht, dass sein Geständnis sehr ehrenwert ist. Und ich hätte gedacht, dass es für freche, aber reumütige Jungs von heute doch sehr ermutigend sein muss, wenn sie hören, dass trotz all dem vielleicht sogar noch ein Pfarrer aus ihnen werden kann. So sehe ich das, Marilla. Was ich momentan sehe, ist, dass es höchste Zeit für den Abwasch wird. Den hättest du schon vor einer halben Stunde erledigen sollen, statt so viel zu schwatzen. Erst wird gearbeitet, dann geredet. Wann wirst du das endlich lernen?